deine Fähigkeit, die Energie anderer Menschen zu lesen, verhindert die Manifestation deiner eigenen Wünsche. Und das ist ein super, super wichtiges Video, das ich hier mache, weil das ist ein Problem in Anführungsstrichen. Das ist ein Umstand, den ganz, ganz viele Menschen kennen. Wir nennen es dann Trigger. Wir nennen es dann Trigger im Außen, und haben dann einen Grund dazu, warum wir von unserem Weg, von unserer Energie, von unserem Seinszustand, von der Realität abweichen, in der unsere Realität erfüllt ist. Neville Goddard sagt immer, living in the wish fulfilled. Was ist der erfüllte Wunsch? Der erfüllte Wunsch ist der Zustand, in dem du bist, wenn du erfüllt bist. Ich nenne es auch den Divine Design Umstand. Und die Divine Design Energie, die Energie der Quelle der Schöpfung, die Energie Gottes, die Energie der Manifestation. Und eine große Fähigkeit, die wir haben als Mensch, ist, Energie im Außen wahrzunehmen. Und diese Energien, die wir im Außen wahrnehmen können, die sind genau der Grund, warum wir nicht im Innern in unserem erfüllten Wunsch bleiben. Aber nur der Zustand des Erfülltseins mit unseren Wünschen, mit unseren Vorstellungen, mit der Realität, die wir gerne haben möchten, führt zur Manifestation. Und ich bin ein Genie im Energielesen. Ich weiß immer ganz genau, was in anderen Menschen vorgeht. Ich nehme das zu 100% wahr und habe das bis jetzt auch sehr erfolgreich in meinen Coachings genutzt. Nur werde ich jetzt diese Modalität ändern, weil ich gemerkt habe, wenn ich austrete aus meinem Divine Design Zustand, und sei es auch nur, um auf Menschen einzugehen, um Menschen zu helfen, um Menschen zu erklären, was in ihnen gerade vorgeht, also vorgeht, dass sie das Leben leben, die Realität leben, die sie gerade erleben, bringt mich selber persönlich aus dem Seinszustand meines erfüllten Wunsches. Weil ich bin nur eine. Ich kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und dieses Rein- und Raushüpfen ist auch für meine Klientinnen eine Zeitverzögerung. Schneller kann ich es machen, wenn ich in meinem erfüllten Zustand bleibe. Und wenn ich mich von nichts und niemanden da rausholen lasse, auch nicht für die Arbeit, auch nicht für den guten Zweck. Weil letztendlich ist alles meine Welt. Auch meine Klientinnen sind immer das, was ich in ihnen sehe. Und ich habe immer die Wahl zu sehen, wo der andere gerade steht und wo er hin möchte. Aber es ist so viel kraftvoller, wenn ich im erfüllten Wunsch stehe. Da kann ich meine kompletten Heilkräfte entfalten lassen. Da kann ich so viel schneller dazu führen, dass alles, was mein Outpush ist, sich in den erfüllten Wunsch begibt. Und es ist so eine wichtige Message, weil durch all dieses Marketing, die Wissen, all dieses strategische Wissen, psychologische Wissen, verkaufspsychologische Wissen, das sagt uns immer, hol deine Klienten dort ab, wo sie sind. Und dann verstehen sie dich auch. Du musst dorthin gehen und mit ihnen sprechen, mit ihrem Ego sprechen, damit sie letztendlich bei dir kaufen oder sich von dir helfen lassen, bei dir buchen. Aber das ist falsch. Das widerspricht allem Wissen von Everyone is you pushed out. Ich bin alles.
Alles, was da ist, bin ich. Und ich habe selber erst vor ein paar Tagen eine Coaching-Session beim grandiosen Coach genommen. Und er hat sich durch nichts davon abbringen lassen, in meine unerfüllte Wunschrealität zu kommen. Wir haben eine Stunde Coaching gehabt und er war einfach nur dort, wo mein Wunsch erfüllt ist. Und das hatte so eine grandiose Power. Das hat mich aus all meinem Unerfüllten rausgeholt und mich so, so kraftvoll ermächtigt und mich dahin gesetzt, wo ich sein möchte. Man könnte über Heilung, magische Heilung, Spontanheilung sprechen. Aber es ist alles nur Energie. Das ist die Energie, dass ich bin, das meines Divine Designs, meines göttlichen Designs, meine Erfüllung. Und auch wenn ich als Coach, und das ist so, so wichtig an alle Coaches da draußen, immer wieder in einer Realität, sei es von meinen Klienten oder von mir, es ist egal, auch die Realität meiner Klienten ist meine Realität, rumtanze eines unerfüllten Wunsches, dann sind meine eigenen Wünsche in dem Moment unerfüllt. Weil ich in einer Realität der unerfüllten Wünsche bin, der Nichterfüllung. Ich persönlich gehe in einen Zustand des Mangels. Und es ist so, so powerful, das zu erkennen und zu durchschauen, dass da, wo wir als Ego-Menschen Marketing machen, Strategie machen, Kundenakquise machen, immer der Mangelzustand ist. Immer der Zustand der mangelnden Erfüllung, der Nichterfüllung ist. Und wenn ich mein ganzes Leben aus dem Zustand der Erfüllung des Erfülltseins generiere und kreiere, was so ist, dann kann ich es nicht zulassen, dass ich durch keinen Umstand, auch nicht durch Coaching, aus meinem erfüllten Zustand herausgehe. Und das ist so, so wichtig. Das ist so eine andere Welt. Das ist die Welt des Divine Designs. Das ist die Welt, wo nur Fülle herrscht. Das ist die Welt, wo alles da ist, wo alle Möglichkeiten erfüllt sind. Und wenn ich in meinem Coaching-Leben, in meinem Berufsleben, in meinem Liebesleben, in meinem Beziehungsleben, in meinem finanziellen Leben, in meinem Familienleben die sein möchte, die in einer Welt der erfüllten Wünsche lebt, dann muss ich da bleiben. Dann muss ich da bleiben, no matter what. Und das ist so ein riesengroßes Learning für mich, was mein ganzes Coaching-Game auch verändert. Mein Ego hat mir immer gesagt, ich muss auf die Leute eingehen, ich muss sie dort abholen, wo sie sind. Aber nein, das muss ich nicht. Ich muss da sein, ich muss immer da sein, ich muss nicht rein und raus hüpfen, kein rein und raus hüpfen mehr, weder für mich noch für andere. Ich muss in dieser Erfüllung bleiben. Weil wenn ich erfüllt bin, ist alles erfüllt, was in meiner Realität ist. Sind meine Kunden, Klienten, Freunde, Bekannte erfüllt. Weil erst dann sehe ich das Wel die Welt erfüllt. Und dann ist da keine Trennung mehr, dann ist da auch kein Urteil mehr, dann ist da kein Beurteilen mehr, sondern da ist da nur Erfüllung. Aber dazu muss ich verankert sein in meiner erfüllten Realität. Und nichts darf von mir dazu benutzt werden, aus meiner erfüllten Realität rauszuspringen. Kein Umstand, nichts im Außen, keine Äußerlichkeit, die sich mir scheinbar darstellt, darf von mir dazu missbraucht werden, aus meiner erfüllten Realität aus meinem Divine Design herauszuspringen. Und das ist so ein wichtiges Learning für mich, für alle Coaches oder sonst Berater, Helfer, die merken,
Irgendwas stimmt noch nicht ganz, irgendwas ist noch nicht ganz rund. Auch mit mir in meinem Leben, mit meinen Manifestationen, da ist immer noch Mangel. Da fehlt irgendwo, fehlt etwas. Und egal, was ich dazu nehme, um in einen Mangelzustand einzutreten, und sei es das Helfen, das Unterstützen, das jemanden rauszubringen und woanders reinzubringen. Nein. Nichts darf für mich dazu dienen, mich in einen Zustand des Unerfülltseins aus hineinzubringen. Nichts. Und das ist Heilung, das ist Magie. So funktioniert Geistheilung, so funktioniert Energieheilung. Weil alles ist ich, meine ganze Welt lebt in mir. Und wenn ich in der erfüllten Welt lebe, kann niemand in meiner Wahrnehmung nicht erfüllt sein. Unmöglich. Und sobald ich jemanden jenseits seiner Wünsche, seiner Träume, seiner Erfüllung, also es ist scheißegal, was man letztendlich will, es geht um diesen erfüllten Zustand. Und sobald ich jemanden außerhalb von mir in einem nicht erfüllten Zustand wahrnehme, bin ich in einem nicht erfüllten Zustand. Und alles, was ich mir wünsche, ist plötzlich auch getrennt von mir, weil ich nicht erfüllt bin. Also egal, ob ich mehr Kunden will, mehr Geld will, mehr Gesundheit will, mehr Liebe will, mehr Anerkennung, mehr Respekt, mehr Unterstützung. Dem Moment, wo ich davon ausgehe, es ist nicht erfüllt, bin ich nicht mehr erfüllt. Und das ist so ein absoluter Game Changer für mich persönlich, für mein Leben, für mein Business, für meine Energie, für meine Arbeit, dass ich das hier unbedingt mit euch teilen will. Und aus diesem Grund kannst du bei mir jetzt auch einzelne Sessions buchen, die dich nur aus der Erfüllung begleiten, die dich nur aus der in der Erfüllung begleiten, in der Erfüllung treffen. Das ist vielleicht das bessere Ausgedrückt. Ich treffe dich in einem erfüllten Zustand. Und da treffen wir uns. Und dadurch, dass wir uns da treffen, sind wir beide da drin. Und wenn wir beide in einem erfüllten Zustand sind, entsteht diese magische Heilung, entsteht diese Wundermanifestation, entsteht diese Transformation. Ich werde es heute noch auf meiner Homepage hochschalten. Im Moment kannst du kleine und große Booster buchen, aber es wird Einzelsessions geben, genau aus dieser Perspektive. Und jetzt weiß ich auch, warum ich keine Einzelsessions mehr machen wollte. Genau aus diesem Grund, weil davon ausgegangen bin, ich brauche mehr Zeit, um den Menschen dort abzuholen, wo er ist und ihn dahin zu transformieren, wo er sein möchte. Aber wenn ich jetzt Zeit rausnehme, ist alles jetzt und ist alles ich und ist alles der Wunsch erfüllt. Die Erfüllung ist da. Ich bin erfüllt. Sobald du in mein Feld kommst, bist du erfüllt, wenn ich erfüllt bin. So funktioniert Energie, so funktioniert unser Leben, so funktioniert Kreation und Manifestation, so funktioniert alles. Und das ist eigentlich das Einfachste, das Schönste und das Schnellste. Und wo ein Coach, ein Heiler, ein Unterstützer, ein Mentor so viel kraftvoller eintreten kann, als durch diese ganzen Erklärungen, die zuerst den Ego-Mind abholen. Ich gehe davon aus, dass dein Ego keine Blockaden hat. Ich gehe davon aus, dass nichts dagegen steht. Ich gehe davon aus, dass alles in der Erfüllung ist, in Wahrheit. Und das funktioniert hundertprozentig. Aber nur dann, wenn das Ego spielt, keine Rolle mehr spielt. Wenn das Ego-Spiel eine Realität ist, die ich nicht mehr bediene. In diesem Sinne
Melde dich bei mir, wenn du so eine Wunscherfüllungssession haben möchtest, eine Erfüllungssession sozusagen, weil es geht nicht nur um Wünsche, sondern es geht um den erfüllten Zustand. Und mal schauen, wie viele Sessions ich anbieten werde. Und ich freue mich riesig drauf, weil es ist ein unfasslicher Gamechanger. Bis bald!